Wollt ihr einen Grund haben, mich einen schlechten Mensch zu nennen? Das hier ist ein Cola-Glas und das hier ist Pepsi. Und wisst ihr, was ich machen kann? Ich kann die Pepsi aufmachen. Ich kann dieses Cola-Glas nehmen oder kann die Pepsi reinschütten. In das Cola-Glas. Und es dann trinken. Bin ich nicht ein fucking Bad Boy? Willkommen zu The Very Organized Thief. Ich weiß nicht, warum das Spiel heute Spieler ist. Hat mich einfach angesprungen, mitten in der Nacht. Wir haben gerade viel zu früh am Morgen, 2 Uhr. Und ich bete, dass mein Nachbarn mich nicht umbringt. Auch wenn es eigentlich, habe gar nicht geschlafen und ich muss morgen, also am Montag wieder arbeiten und es ist Sonntag. Ich sollte das nicht tun, es sollte mein Körper nicht so hart auf die Arbeit trimmen. Naja, scheiß drauf. Es bringt Geld. Mit Geld kann ich mir Sachen wie dieses Mikrofon kaufen, das ich echt so behindert bin, um es zu bedienen. Mal guckt euch das an, deswegen klang mein Mikrofon mal so eine echt beschissen. Gut. Wow, ich sehe den untersten Punkt nicht. Danke dafür, Mikrofon. Mein Mikrofonarm kommt bald an, auch wenn er wieder gebastelt wird. Denkst du, Borrow? Vase, Diamantring, Computer, Porträt von einer Dame, Radio und eine Goldbarre. Du siehst aus wie ein... Wie nehme ich dich mit? Ah, mit... D... Oh. Okay. Ich akzeptiere es einfach einmal. Goldbarre, eine Vase. Okay, sollte ganz easy sein. Nein, das ist ein Telefon. An dem ganzen Rest habe ich gar kein Interesse. Ich will nur das eine Zeug. Okay, hier findet man... Genau, hier finde ich ein Radio. Geld. Wer kennt es nicht? Ich gehe auch immer ins Badezimmer und lege da Geld rein. Ding. Ding. Als Maul. Okay, was muss noch als mitnehmen? Kram, den ich nicht habe. Nein, doch. Das ist immer gut, wenn ich Kram mitnehmen muss, den ich nicht habe. Da scheint der Ring zu liegen. Das ist gut. Hab keine Vase gefunden, weil ich wahrscheinlich blind bin. Ja, ich bin sehr blind. Ich meine Vase. Eine Vase, das kann doch nicht so schwer sein. Gehirn, streng dich an. Weiß, es ist sehr spät, aber ich konsumiere für dich extra Kaffee. Dementsprechend soll es für dich kein Problem sein. Du funktionierst sonst auch immer ohne Schlaf. Ich bin echt zu blöd, um eine Vase zu finden, Jungs. Und Mädels. Luther Tower. Warum finde ich die Scheiße nicht, die ich suche? Und warum kommt der Besitzer nach Hause, wenn ich ihn nicht suche? Lieber Herr Besitzer, können Sie bitte in Ruhe Ihr Haus ausrauben lassen? Bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh fuck, der Typ ist getriggert. Oh nein, er weiß, dass ich da bin. Nein! Es ist einer aus Scooby-Doo. Der Typen da. Hilfe. Ich gehe. Bin entflohen. Habe Geld. Hab Blut. Thomas wäre jetzt sehr stolz auf mich. Okay, jetzt versuchen wir nochmal. Wir schaffen es mindestens einmal in diesem verdammten Video, dass ich hier alles geklaut bekomme. Kopfhörer, Laptop, habe ich mir erst vor kurzem neu gekauft. Interessant. Eine Spielekonsole. Eck-Laptop. Ein Büroschlüssel. Bracklet, was Bracklet? Painting. Barbecue. Ich glaube, ein Barbecue. It's fucking genius. Das da ist keine Game-Konsole. Das da wäre... Das ist die Vase also.
geklebt. Ist das... Muss ich wissen, was es ist? Es klingt für mich teuer. Einen seltenen Wein. Bis ist einer von euch hier hinten selten? Nein, nein. 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 Eigentlich fällt mir gerade ein, es ist sehr dumm, dass die Dinge auf dem Boden zerscherbeln lasse. Und warum finde ich hier keinen seltenen Wein? Aber Geld. Barbecue, Wine, Bracklet, Headphones. Da gehe ich mal nach dem Technikraum umschauen, denn Technikraum ist immer schön teuer. Oh, hell no! Oh, Geld. Geld ist immer gut. Denn Geld ist immer teuer. Ja, ich habe das Recht, so etwas zu sagen. Ich arbeite. Das ist eine Game-Konsole. Hier ist ein Badezimmer. Warum kann ich nicht einfach random Sachen mitnehmen, wie dieser Radio oder der Fernsehen unten? Obwohl, den kann ich gar nicht mitnehmen. Oh, das wird das Büro. Der einzige Raum, der im Haus abgeschlossen ist. Du weißt, wie das funktioniert. Der Computer lässt auch einfach da. 711. Ist nicht der Code für den Safe hier drüben? 711. Nein, lass Geld. Okay. 7111. Oh shit. Das sieht für mich aus wie eine fucking Alarmanlage. Dafür war doch der Stromkasten unten zuständig. Ich bin am Arsch. Jetzt keinen seltenen Wein. Nein. Und ich habe das Barbecue nicht gefunden. Bin ich da? Ich war nie da. Glauben Sie mir. Auch wenn ich nie im Haus stehe, ich war nie da. Verstehen Sie, ich war nie da. Er ist klug. Ist das ein Känguru mit Boxhandschuhen? Mir fällt gerade ein von den Typen, den ich von Scooby-Doo gemeint habe. Er ist Jackie. Gehirn, du. Du standst mich jetzt mal aufs Neue. Mögt es nicht, wenn Lightning Maps solche Sachen können? Ich mag's. Ich gehe jetzt, ciao. You escaped. Sehr viel Geld. Ich klaue jeden Tag. Auch wenn ich kein Pole bin, ich bin stolzer Schweizer. Zuerst einmal kümmere ich mich jetzt um den Scheiß. Ach du. Okay, das war jetzt schlecht. Man merke sich, ich schneide nie die roten Kabel durch. Aber ab 300 Geld. Jai. Damit kann ich mir direkt ein Profi-Mikrofon kaufen. Noch besser wie dieses hier. So. You never gonna know. Laptop. Painting. Bild einer Frau. Okay, diese Runde könnte jetzt echt easy werden. TV. Vase. Radio ist soweit ich weiß ja oben und dann noch die Goldbarren. Da brauche ich den Schlüssel zu dem Raum. Fuck, das Radio ist nicht mehr da. Und hier ist auch nicht. Wo ist verdammt das Radio hin?
beginnt jetzt also eine lustige Suche nach dem Radio, ein Fahrrad und Goldbarren. Geil. So mache ich das als Dieb. Bin zwar schon mal hier reingebrochen, aber keine Ahnung, wo der fucking Schlüssel ist. Was sehr praktisch ist. Und ich nehme das Fahrrad also mit. Das heißt, ich mache mit meinen Origami-Künsten jetzt irgendwie so ein kleines Fahrrad. Ah, praktisch. Könnt mir das unserer Falzmaschine bitte einmal beibringen? Danke dafür, Arbeit. Ach, lieb's über die Arbeit zu reden, wenn ich hier das Spiel spiele. Freuen wir bis, dass mein Lehrmeister weiß, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Ich mich aber frage 5089. Ah, du Scheiße. Da stand doch 5089. Fuck. Ja. 098. Danke, Safe. Hättest du lieber all dein Zeug bei uns in der Schweiz eingelagert, dann hättest du es jetzt noch. Hier ist Geld. Es sollte halt einfach nicht wissen, dass ich hier war. Also mach einfach alles hier wieder zu. So wird er nie wissen, dass ich hier war. Und irgendwo muss ja dieses verdammte Radio sein. Würde ich einmal behaupten, also such dieses Radio jetzt. Einfach nur im Schnelldurchlauf. Weil ich keinen Blassen habe, wo der Besitzer ist im Moment. Aber ich die Befürchtung habe, dass dieser sich sehr bald wieder seinem Hause zuwenden wird. Und ich dann am Arsch bin. Weil entweder kommt Scooby-Doo daher gerannt und beißt mir irgendwie das Bein ab. Fuck. Jetzt genau das passiert, was ich nicht wollte. Kann die Liste nicht fertig machen. Da oben ist das Radio. Yes! Stell dir vor, auf einmal geht's Garagentor auf. Hello, Motherfucker. Hm, jetzt fragt er sich wahrscheinlich erstmal, warum das Licht aus ist. Ich gehe jetzt. Ciao. Da würde ich sagen, was mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben hoch. Wenn ihr noch keine Kaffeegeburt seid, dann wärt so einer und lasst ein Abo da, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Peace out.